diesem Belag, der da noch eingelegt wurde, in der Münchner Olympiahalle bestens zurechtkommt. Der Boden relativ langsam, Bälle springen einigermaßen hoch ab. Auf der WTA-Tour bzw. bei Grand Slam-Turnieren waren die beiden Damen bislang 7-mal aufeinander getroffen. Klare Sache aus der Sicht von Martina Hingis. 5 Siege bei nur 2 Niederlagen und die erlitt sie bei den ersten Duellen zwischen den beiden Damen. Lang ist es her, 95 am Hamburger Rotenbaum und ein Jahr später im Foro Italico von Rom. Ja, die Dame links im Bild kennen Sie natürlich, ehemalige deutsche Weltklasse-Spielerin Claudia Grote-Kirsch, für einige Tage zu Besuch hier beim Compaq Grand Slam Cup. Erneuter Breakball von Martina Hingis, in dieser Phase natürlich gleichbedeutend mit Satzball. Der ist weg und Martina Hingis holt sich also den ersten Satz sicher souverän mit 6:2. War nicht unbedingt ein sehr erfolgreiches Jahr für die Schweizerin, bislang 98. Insgesamt hat sie 4 Turniere gewonnen, Australian Open, wissen wir natürlich, Indian Wells, Hamburg und das Turnier von Rom. Hat auch einige schmerzliche Niederlagen erleiden müssen. Immer wieder eine unberechenbare Spielerin, diese Conchita Martinez, die über ein so unglaublich gutes Händchen verfügt. Aber auf der anderen Seite immer wieder zu großem Phlegma neigt, was ja sicherlich immer wieder hinderlich war im Laufe ihrer Karriere. Das erste Spiel im Satz Nummer 2 geht an Martina Hingis, die insgesamt 1650 Punkte gesammelt hat bei den 4 Grand Slams in diesem Jahr. Sieg bei den Australian Open, das brachte ihr 600 Zähler, Paris und London und nochmal Finale bei den US Open. Conchita Martinez hat die meisten Punkte geholt in Melbourne zu Jahresbeginn, 450 Zähler durch die Finalteilnahme, als sie ja gegen ihre heutige Gegnerin unterlag. Gegen Martina Hingis, Achtelfinale bei den French Open, 75 Punkte, dritte Runde in Wimbledon, 40 Zähler und nochmal Achtelfinale beim Turnier in New York, waren nochmal 75 Zähler, macht insgesamt 640 Punkte. Auch wenn es hier keine Weltranglistenpunkte gibt, insgesamt für die Damen und für die Herren, so läuft die Qualifikation natürlich ganz klar nach den Regularien ab.
Also da gibt es keine Ausnahmen, da muss man sich gnadenlos qualifizieren, um hier in München dann doch nochmal am Ende eines Jahres richtig gutes Geld zu verdienen. Für die Damen eine schöne Sache, dass sie hier mal mit dabei sind. Ich denke auch insgesamt eine absolute Bereicherung, denn Damentennis ist ja im Moment bei den Zuschauern eigentlich fast besser akzeptiert als Herrentennis. Das zeigen auch die Einschaltquoten. Liegt natürlich an den jungen Wilden, die da jetzt nach vorne kommen, mit den beiden Williams-Schwestern, mit Anna Kournikova, Patti Schnieder und so weiter und so fort. Ja, da ist die Seite gerissen bei Conchita Martinez. Da kann sie den Ballwechsel logischerweise nicht mehr durchspielen. Ein Verzweiflungsstopp. Was soll sie auch anderes tun? 0-40. Nächster Aufschlagverlust von Conchita Martinez, die einfach ihr Service nicht durchbringen konnte. Bislang in dieser Partie, inzwischen 26 Jahre alt, die junge Dame aus Monzon. Dort ist sie geboren, aber sie verbringt natürlich die meiste Zeit, wenn sie nicht gerade bei Turnieren unterwegs ist, in Barcelona, in diesem wundervollen spanischen Tennisleistungszentrum. Auch das über Jahre hinweg eine Schwäche von Conchita Martinez, die fehlende Beinarbeit. War auch in der Vergangenheit nie eine, die gerne Überstunden machte auf den Trainingscourts. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass man ihr sehr, sehr viel Talent in die Wiege gelegt hat. Und das weiß man ja, Leute, die über sehr viele Fähigkeiten verfügen, die sind nicht unbedingt Trainingsweltmeister. Der erste Winkelball, dieser Slice von Martinez, klasse gespielt, brachte Martina Hingis da arg in Bedrängnis. Zweiter Winkelball war dann eigentlich kein Problem mehr.
Breakchance für die Spanierin. Möglichkeit, Hingis zum dritten Mal insgesamt in dieser Partie das Service abzunehmen. Ja, da was passiert. Also Conchita Martinez wieder drin in diesem zweiten Satz. Verkürzt auf 1:2. Ja, es gibt hier in der Münchner Olympiahalle nochmal richtig Geld zu verdienen für die Damen. Die Siegerin am Ende der Woche erhält 800.000 Dollar und für Martina Hingis, Arantxa Sánchez Vicario, Jana Novotna und Lindsay Davenport, die vier Grand Slam Champions 98, gibt es ja noch einen extra Bonus in Höhe von 100.000 Dollar zusätzlich. Kann man schon ein paar nette Weihnachtsgeschenke einpacken. Wunderschön gespielt, schön von oben reingedrückt von Martina Hingis, die ja morgen Geburtstag hat. Da wird sie volljährig, 18 Jahre jung. Und dann darf sie auch das Auto bewegen, das sie im letzten Jahr in Filderstadt gewonnen hat. Den Porsche wird ja auch in diesem Jahr wieder mit von der Partie sein. Ab kommender Woche live bei uns im DSF zu sehen. Ganz schlampig gespielt von Conchita Martinez, da hat sie sich wieder überhaupt nicht bewegt. Das war ja das, was einst Erik van Harpen, ihren langjährigen Coach, so auf die Palme brachte. Er hat gesagt, wie kann man nur so viel Talent haben und so wenig draus machen? Eigentlich kein allzu schwerer Überkopfball, den Martina Hingis da spielen musste, wäre vielleicht besser beraten gewesen. Die Schweizerin in dieser Situation hätte sie den Ball aufspringen lassen. Notlob von Conchita Martinez, einfach nur hochgeschubst. Ball kommt da natürlich jetzt ziemlich steil auf Martina Hingis zu. Die Schweizerin hat da vielleicht ein bisschen in die Scheinwerfer geguckt, war etwas geblendet.
Butter hingeht. Genau in dieser Höhe hat es am liebsten die Martina Hingis, wenn die Bälle von Conchita Martinez im Halbfeld hoch abspringen und damit also die Schweizerin wieder ein Break vor, die ja für mich ehrlich gesagt ein bisschen überraschend gemeinsam mit Patty Schnieder das Finale im Fed Cup gegen die beiden Spanierinnen verlor. Lag allerdings an der Schwäche der jungen Patty Schnieder, die ihre beiden Einzel abgeben musste. Die Spanierin also damit in den letzten 8 Jahren zum 5. Mal Fed Cup-Sieger. Tolle Bilanz. No dress, love 30. Jetzt macht es besser, logischerweise. Er war doch ein bisschen einfacher, dieser Überkopfball. 15-4. Endlich mal Conchita Martinez in der Offensive. Sie kann ja sehr, sehr gut vorne am Netz spielen. Hat ja schon einige Doppelerfolge erringen können in ihrer Karriere. Sechstes Spiel in Satz Nummer 2. Diese Auftaktbegegnung im Damenfeld zwischen Martina Hingis und der nun servierenden Conchita Martinez. Ab und zu wirkt sie immer wieder ein bisschen schwerfällig, die Conchita Martinez. Da fehlt ja ein bisschen der letzte Biss. Aber man darf die Spanierin nie abschreiben. Urplötzlich ist sie wieder da. Kommt einen zweiten Frühling.
und kann auch Matches noch rumreißen. Nächster Breakball gegen Conchita Martinez, die ja, vielleicht erinnern Sie sich, in Saarbrücken im Fed Cup-Duell gegen das deutsche Team beide Einzel verlor, sowohl gegen Andrea Glas als auch gegen Jana Kanda. Die beiden damals wirklich in sehr, sehr guter Form. Genützt hat es nichts, die Deutschen verloren. Gut gespielt zunächst eigentlich von der Spanierin. Diesmal die Topspin-Bälle mit guter Länge. Damit kann sie Martina Hingis natürlich schon ein bisschen wehtun. Aber dann dieser Leichtzinsfehler bei der letzten Vorhand. Nächste Breakchance Hingis. Ja, das Niveau in dieser Partie hielt sich zu diesem Zeitpunkt wahrlich in Grenzen. Kam auch keine allzu große Stimmung auf bei den Zuschauern im weiten Rund. Viel zu viele Fehler im Spiel der beiden Damen. Einstand. Mit diesem schlechten Stoppball hat Martinez hier den Ballwechsel eigentlich schon sehr frühzeitig verloren. Aber dann immer wieder solche Aufschläge der Spanierin, wo sie in sich zusammenfällt. Er ist weg. Ich habe es zuvor schon mal gesagt, wenn die Länge stimmt bei den Topspin-Bällen von Conchita Martinez, dann ist das Spiel der Spanierin natürlich unangenehm. Denn die Bälle springen hier doch auf diesem neuen Belag ziemlich hoch ab.
Total Hingis. Es ist unglaublich, wie schlecht diese Conchita Martinez teilweise aufschlägt. Absolut ohne jegliche Spannung versucht sie dann den Ball einfach nur irgendwie rüber zu bekommen, was natürlich immer wieder absolut ins Auge geht. Hätte wirklich das Zeug dazu, die Spanierin wesentlich mehr zu gewinnen als die 30 Turniere, die momentan auf ihrem Konto zu Buche stehen. Auch wenn es ja mal, wenn wir uns erinnern, 94 Wimbledon gewinnen konnte. Völlig überraschend gegen Martina Navratilova damals. 15. Auch da wieder Conchita Martinez viel zu langsam. Da fehlt einfach die Spritzigkeit. Die ersten zwei, drei schnellen Schritte. Schauen Sie sich das an. Da stolpert sie mehr, als dass sie zum Ball läuft. Also es hat zu diesem Zeitpunkt nach einer ganz klaren Angelegenheit aus für Martina Hingis. Hier sehen Sie den Spielstand 6:2 und 5:2 die Führung. Insgesamt 49 vermeidbare Fehler hatten die beiden Damen gemeinsam hingelegt bis zu diesem Zeitpunkt dieser Partie. Die Spanierin 5 mehr als die noch 17-Jährige aus der Schweiz. Das sagt einiges aus über das Niveau dieser Begegnung. Vielleicht die Münchner Olympiahalle doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig dazu. Dieser für eine Halle sehr ungewöhnliche Boden, Deko-Turf. Das größte Plus bei Conchita Martinez, das ungemeine Ballgefühl, das sie besitzt.
Aber auf der anderen Seite gibt es halt doch eine Reihe von Defiziten, die sie nie richtig wegbekam. Erstaunlich fehlerhaft auch das Spiel von Martina Hingis zum Auftakt dieses Turniers. Ja, da kam Hingis nicht mehr weg, stand ganz schlecht zum Ball, musste diese Rückhand unglücklicherweise vor dem Körper spielen, natürlich ohne jegliche Kontrolle. Spielball Martinez zum 3:5. Diesmal klasse gemacht von der Spanierin, aber toll gekämpft von Martina Hingis. Ja, Conchita Martinez eigentlich alles richtig gemacht in diesem Ballwechsel. Erst dieser Slice und dann diese Vorhand und aus der Bedrängnis heraus ein Zauberball von Martina Hingis. Da gehört natürlich auch eine große Portion Glück dazu. Sei es drum. Vorteil Martinez. Ja, da hätte natürlich die Spanierin weitaus mehr draus machen müssen, nachdem der Ball Tempo verloren hat durch diese Netzkantenberührung. Erneuter Leichtsinnsfehler der Weltranglisten Ersten. Martina Hingis seit 31. März 97 steht sie da ganz oben im Damentennis. Spiel Martinez, neue Bälle bitte, New Balls, neue Bälle. Conchita Martinez verkürzt, hier sehen wir Petra Schürmann im Bild. Fernsehmoderatorin mit ihrer Tochter, auch begeisterte Tennisfans. Es hat sich einiges an Prominenz angesagt, auch für die nächsten Tage. Mal sehen, wer alles kommt. Same bike, 15 years.
throws it from the same 30-50. Ungewöhnliche Fehler für eine Martina Hingis. Diese Vorhand mit ein bisschen Spin gespielt, hält sie normalerweise sicher im Feld. Aber ich habe es ja schon gesagt, insgesamt das Spiel der beiden Damen äußerst fehlerhaft. So, das Publikum wachte wieder ein bisschen auf, als es merkte, dass die Partie in wenigen Augenblicken zu Ende sein konnte. Man wollte natürlich ein bisschen mehr sehen vom Spiel zwischen Hingis und Martinez. Matchball. Und passen Sie auf, das wird einer der interessantesten Ballwechsel in dieser Partie. Angriff von Hingis. Wir schauen sich das an. Der Ball ist im Eck. So einen Lob kann man natürlich nicht gewollt so platzieren. Glückliche Aktion von Conchita Martinez und das ausgerechnet beim Matchball. Einstein. Martinez. Jetzt war das Wasser bis zum Hallstein. Der Conchita Martinez zeigte sie wesentlich mehr Dynamik als insgesamt bislang in dieser Begegnung. Die Spanierin verkürzte auf 4:5. Martina Hingis stellenweise ein bisschen arg passiv, ließ sich da oftmals etwas zurückfallen.
Spiel Martinez. Ganz schlechtes Returnspiel von Martina Hingis. Ausgleich also 5:5 und einige Zuschauer witterten da natürlich jetzt doch ein bisschen Morgenluft, hofften auf einen möglichen dritten Satz. Schauen Sie, da hatte die Conchita Martinez überhaupt keine Chance, sich aus dieser Umklammerung zu befreien. Alle ihre Bälle im Halbfeld und irgendwann ist da mal Schluss. Ja, sie kann mit dem Ball umgehen. Die Martina Hingis hat ja, bevor sie sich so richtig für Tennis entschied, viel gemacht. War ja Skiläuferin, hat Fußball gespielt und ihre Mama hat das auch immer sehr gefördert. Hat gesagt, Mädel, spiel nicht nur Tennis, du musst dich motorisch komplett ausbilden. Mach, was du willst. Hat sich ausgezahlt. Die Idee als solche nicht schlecht, dieser Winkelball gegen die Laufrichtung, aber der muss natürlich dann sitzen. Da hatte Martina Hingis eigentlich Glück, dass dieser Longline-Schuss von Conchita Martinez über die Netzkante ging. Möglicherweise diese Vorhand unerreichbar für die Schweizerin. So kommt sie wieder rein ins Geschäft. Zu viele Schwächen auf der Rückhandseite, eigentlich der Stärkeren von Conchita Martinez. Spiel, Hingis. Und ein Ass zum Abschluss des 11. Spiels. Da hat sie sich schön rausgezogen aus dieser brenzligen Situation. Die Schweizer Weltranglisten erste 6-2, 6-5 stand zu diesem Zeitpunkt. So, also nun das 12. Spiel im zweiten Satz. 6-2, 6-5 Führung von Martina Hingis. Wie gesagt, 100.000 Mark. Prämie, Sonderausschüttung sind ja ohnehin schon sicher hier in München aufgrund ihres Siegs bei den Australian Open. $200.000 konnten noch dazukommen beim Erreichen des Halbfinals.
3 Sekunden. 30. Zu guter Stopp. Da ist sie bei. Schade. Gut gespielt von Conchita Martinez. 30-40. Oder dieser dumme Fehler am Ende dieses etwas längeren Ballwechsels. Aber für Hingis gar nicht mehr viel zu machen, auch wenn die Laufarbeit stimmte hier. Beim Stopp aber effektiv war da nichts mehr zu erreichen. Und da profitiert sie von diesem Patzer der Spanierin, zweiter Matchball. Das war's dann. Also, Martina Hingis steht im Halbfinale, trifft dort entweder auf Patti Schnieder